hier eigentlich alle Quests schon abgeschlossen, ne? Ja. Alle nur noch zum Abgeben. Genau, das war so der Masterplan. Können wir da runter? Ja, da können wir runter. Aber das Spiel wird sich so zirgen, ja. Also, ich lande mir mal ein bisschen weit aus dem Fenster und sag 130 Parts mindestens. Okay, dann sag mal. Zur Not machen wir zwischendurch einen langen Part. Oh, pass auf. Was? Ah. Man kann meiner Meinung nach auch machen, ja, dass man wie so, was weiß ich, so Stundenparts, hab ich absolut kein Problem damit, ja. Also, dass man das so zwischendurch machen. So wie beim Starbound Display, dass es wirklich ausartet. Ja, aber es muss einfach Spaß machen. Und wenn es gerade einfach so passt von der Länge her, aber eben von den Missionen und so, wird's gut, dann brauchen wir es in den Karten. Ja, die Missionen werden noch richtig interessant werden. Ich bin halt, ich bin auch sehr auf die Story gespannt, das muss ich echt zugeben. Ja, die Story vom ersten Teil ist noch sehr eigenartig gestaltet. Da ist die vom zweiten Teil wirklich spannender und mitreißender vor allem. Mann, der zweite Teil ist wirklich so geil, dass sie dazu noch ein Pre-Sequel gemacht haben. Okay, das ist ja schon also eine Marke, gell? Nee. Nimm du. Im zweiten Teil, ich kann mich noch grob an ein paar Plot-Twists erinnern und richtig so ein paar Szenen, wo du einfach zwischendurch sogar dazu blären könntest. Also, das ist echt arg. Es ist nicht so Final Fantasy mäßig Plot Twist. Ja, Final Fantasy mäßig will ich jetzt auch nicht sagen, aber. Ich schon ganz kurz, ob ich noch Granaten upgraden machen kann. Ja, ich werde mal meine Sachen verkaufen. Also, Longbow werden zum Ziel teleportiert und explodieren dort. Longbows sind gut. Na, muss man 20 Schaden. Muss nur 20 Schaden. Was hast du bitte für Ding ausgerüstet? 22. Aha, okay. Ne, ich möchte die Splittergranaten der Pistole probieren. Lass mal schauen, was die so kann. Soll Sniper? Die kann doch eigentlich eh alles verkaufen. Dann tun wir da mal. Das verbessert, das verbessert. Noch so viel Geld. Dann nimm ich die Longbow, gell? Ja, nimm rück, nimm rück. Das. Ah, okay, kann ich noch nicht verwenden. So. Verkaufen nur schnell, einmal zu weg. Das ist die Level 7, die habe ich ausgerüstet. Na, was Blödsinn. Du bist. Hä? Die Hänge sind gerade voll drin. Was habe ich denn da ausgerüstet zu müssen? 13 Schaden, was bist du? Was ist denn ein Stomper? Das muss man testen. Ich bin ja komplett daneben. Ach, ist ja egal. Ich bin so ein. Ma, ich bin so dumm. Chef. Das ist auch geil. Ich kann durch. Basen, bevor sie bin, bevor sie. Skillen soll. Das ist echt schlimm. Haben wir's?
muss noch schnell zwei Waffen ausprobieren, weil eben nicht aus Versehen eine ausgerüstete Waffe verkauft. Du bist echt ein ruhiger Let's Player. Ja, entschuldige. Wer die jetzt? Das ist ja auch ein Rifle. Ja, nehme ich doch die, warum habe ich denn die andere drin? Das ergibt ja gar keinen Sinn. So. Das hat drei Schusswaffen. Ja, nur ich vorhin die gleiche Waffen, oder auch so drei Schusswaffen gehabt und ähnliches Design. Nur mit 12 Schaden und die, was ich jetzt noch ausgerüstet habe, hat 43 Schaden. Wahrscheinlich hat Jacobs. Boah, wir sind genau geschaut. Ja, es ist auf jeden Fall eine Söldnerin. Naja, okay, jetzt müssen wir die noch treffen damit. Das ist ja mit der Jacobs zu treffen, ist oft nicht leicht. Achtung hinter dir. Das erste, was passiert, Achtung hinter dir und die zwölf auf die. Ach, na wieder. Zum TK again. Die überhaupt nicht in der Bank finden. So, der TK ist der eine Humpelhainiger. Da hinten. Genau. Da können wir jetzt alle drei abgeben. Nein. Was ist lass mich überlegen. Du überlegst ja Staubsauger, Alter. Hey, danke. Also jetzt den Rest Aschen. Ich blick da nicht durch, Alter. Ich habe jetzt einen Badequest abgegeben und er hat keine mehr gehabt. Okay, warte mal ganz kurz, schnell draus killen. Das brauchen wir alles nicht. Verdammt. Mann, lass mich was? Schau, gehst du mal kurz im Questlog ein, wir haben nämlich da noch, warum sind sie hier? Die Datenschreiber, was der, ich weiß nicht mal, wo man die abgeben muss. Schwarzes Brett anscheinend. Ah, okay. Geben wir das noch schnell ab und dann können wir um mit zum Bonehead gehen. Hier hinrennen, dorthin rennen. Ich bin gespannt, wie die restliche Karten ausschaut. Ja, wenn wir bis jetzt vielleicht 5% der Welt zählen. Ja. So, gib Daumen ab. Ist nichts next? Nee. Wir haben übrigens eine neue Schrotflinte gekriegt, die kannst du mal anschauen. TK's Wave. Und eine Wishes. Wishes. Du, hinter dir kommt da ein Gegner. Da habe ich gerade so eine Bewegung gesehen draußen beim Zaun. Wo der? Da. Arbeiterbandit, da schießt der schon auf die. Ah, bei mir passiert was. Was passiert denn bei dir? Windows Update. Ich hab gedacht, du hast irgendeine Mission oder so, was irgendwas missionstechnisches. Na, ich hab einfach mal einen Deckscreen gehabt. So, jetzt geil. Warte, mir passiert was. Ich renn zu, was, wo, wer? du sagst, wir haben eine neue Schrotflinten. Ja, und ein vicious Sniper. Also, TK's Wave, das probieren wir mal. Die ist lustig. Mal! Und die prallt ab!
Wenn die jetzt vom Gegner auch noch abprallt, dann nehme ich sie nicht. Bist du irgendwo ein Gegner? Gegner! Irgendwo rechts sind ein paar Gegner. Ja, okay, beim Bosskampf möchte ich aber keine Waffen testen, muss ich zugeben. Das ist ja kein richtiger Boss jetzt, das sind nur Zwischendinge. Sag mal, wenn du bereit bist, dann Pulli. Ja, passt, bin bereit. Warte, schieß auf mich. Boah, Alter. Ja, ich krieg nichts. Und halt los. Ich bin Level up. Yay. Ah, hätte rechts auf A gehen können. Ah ja, bei meinem Ding wird jetzt übrigens, bei meinem Geschützten wird Munition regeneriert. Ah, der komische blau-rote Teil da. Hä? Wer schießt denn? Gewickte Info! Alter, mein Bildschirm ist. Wird einfach von Infos zugespammt. Passt, ist sauber. So, Bone Shredder. Wenn er dir interessiert, kommt mal nimm du. Das ist eine legendäre Waffe. Schau sie dir wenigstens einmal an. Okay, so SMG, gell? Und zwar, es weht ein Wind aus Blei. Geile Beschreibung. Ja, sag du, bist du sie haben? Mich interessiert sich spontan nicht. Ja, dann nehme ich sie. Passt. So, da hinten ist das Divis Bruchmodul. Das nehme ich dir einmal, ja? Oder ja, nimm ruhig. Und sonst ist da eh nichts mehr. Ja, sind wir da fertig. Ich schau noch, ob es irgendwas zum Looten gibt. Ein Klo. Ein geschickter Griff ins Klo bringt Munition. Und eine Munitionskiste, die brauche aber als ich. Ich werde mich umskillen. Okay. Ich glaube, ich werde erst später auf Heilung gehen. Hinter dir, Gegner. Ja. Oh, Gegner. War Gegner hinter dir. Die Läden haben neues Inventar. Sag mal, ich glaube, einladen würden. Rennst du jetzt schon? Ja, ich hab nur einen Huni geholt, Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, was du vorhast. So, passt genau hier rein. Kann jeder Affe. Hör zu, ich danke für deine Hilfe. Ich besorge dir ein kostenloses Fahrzeugkonto. Yay! So, magst du fahren? Ja, lass mich bitte fahren. Ich werde jetzt noch mal kurz die andere legendäre Waffen eine tun. Ach, die soll ich ja schon eine geben. Dann lass ich gleich die eine legendäre Waffen. Naja, mal schauen, was passiert. So, da einmal benutzen. Was nehmen wir? MG, Raketenwerfer? Nimm Raketenwerfer. Raketenwerfer? Insgesamt angenehmer.
Und ich bin am Fahrersitz. Das ist ein echtes Schätzchen, Mann. Meine Karren sind nicht die schönsten, aber sie bringen's, wenn du sie brauchst. Und benutz mal den Boost, dann weißt du, wieso jeder ein Gefährt von Scooter will, Mann. Okay, das zu sterben in Kontrolle ist echt scheiße. Ja. Ich wollte nichts sagen. Warte mal ein bisschen ein, wir müssen nämlich da vorne. Na. Über so Schanzen springen. So, wie kriege ich jetzt so einen Boost? Ist das umdran? Das ist umdran? Zack, auf ja, achso, das ist Maschinengewehr, das habe ich auch nicht gewusst, dass man sowas hat. Ah, das ist Boost. Boost aus? Okay. Boah, ist das scheiße zum Steuern, das gibt's ja nicht. Da rechts. Über die Chance müssen wir drüber springen. Hui. Bist du jetzt müssen wir da rechts hin. Das ist ja schlimm. Gas geben mit dem linken Stick, lenken mit dem rechten Stick. Ja, zu dem Tor da. Oh. Du triffst ihn nicht. Ja, das ist halt nicht. Du hast einen armen Zombie hier. Ja, ich mach kaum einen Schaden so. Okay, Roadkill ist schwierig. Ist echt scheiße. Ist schwer, wenn wir jetzt noch eingehen. Ja. Hier durch Aufbruch. Oh Gott, warte, ich muss das Ding geschickt Mag der cheatert, ja, da komm ich nicht auf, ey. Ah, okay. Wie komm ich aus dem Wagen raus? Ey. Hör auf mit dem Blödsinn. Ey. Oh. Na, eh. Ja, schon gecheckt. Ja, ich drücke den Hebel, gerne haben wir da das Tor. Und jetzt können wir zum Set zurückkehren. Ja, steck mal ein. Okay, komm wieder her. Ich hab was für dich. Und Raketenwerfer ist deswegen gut, weil für die ganzen Racks, weißt du? Wenn die noch an sich sammeln und auf die zufliegen, dann schießt du einmal mit dem Raketenwerfer rein und das passt. So, das drück ich echt. Achso, nein, es war F. So, jetzt werden wir mal kurz umskillen, gell? Es gibt doch die komischen Seilen, wo man sich einkleiden kann und sowas, gell? Ah, na, das ist Schnellreise. So, komm. Kauf zurücksetzen. Das ist zwar ein bisschen was, aber ich glaube, ich werde jetzt dann wirklich einmal ein bisschen auf Projektilschaden und so weiter gehen. Weil Heilung noch nicht so wichtig ist, was denn? Mhm, okay. Wo bist du? Da. Ich steck gleich neben dir. Ah, Speicherdeck Upgrade. Steigert Anzahl der Waffen, mit denen du dich ausrüsten kannst. Komm mal kurz weg. Jo, cool. Wäre schön, wenn du ihm helfen kannst. Jo, komm mal dritte Waffen. Dann nehme ich Bett. Ja, obergeil. Dann nehme ich. Wieder mit Maschinengewehr. Und den Rest könnt ihr verkaufen. Hey, ich verkaufe jetzt auch kurz. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel im Leib ist dir das egal. Mal schauen, was der für Schuld hat. Ausverkauft. Hast du natürlich gleich zugeschlagen. Ja, Entschuldigung, das war. Aber das ist im Grunde genommen das gleiche, was ich jetzt schon gehabt habe. Langsamer und sehr lang. Eigentlich ist das neue Schild sogar schlechter als das, was ich vorher gehabt habe. Gratuliere zu dieser großartigen Leistung. Ja, danke. Fuck. Vergleichen.
Standard Healing. Also wenn du Gesundheitsregeneration brauchst, ihr insgesamt drei Schilder mit Gesundheitsregeneration, aber alle halt langsam. Nein, ich bin nur mehr auf Feuerresistenz dabei noch. Und auf eine hohe. Na. Und auf eine hohe Schildkapazität. Deswegen, wie gesagt, Gesundheitsregeneration ist jetzt am Anfang nicht so wichtig. Ich überleg mir, ob ich die SME kaufen soll. Für 5000 sind wir da. Gut. Explosive Longbow. Ich gehe einmal zum schwarzen Brett und nehme da alles an. Mhm, passt. Schockkristallernte. Und noch ein paar andere. So viel ich weiß, ist bei Schockkristallernte, da gehen wir in die Lost Cave. Und das ist ein Gebiet, wo es einen besagten Claptrap gibt, der was unser Inventar erweitert. Mhm, cool. Das glaube ich sogar der erste. Ja, dann machen wir gleich das, oder? Geht's denn aus? Ja. Dir ist klar, dass Schockkristallernte unmöglich ist. Vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, ich hab noch gar nicht geschaut. Streifstreifen mit Shep. Wo ist denn das Lost Cave? Achso, okay, Level 15. Okay. Ja. Schwierigkeit unmöglich. Das ist das versteckte Tagebuch, wenn wir alles später machen, weil das ist auch nicht so leicht. Wir werden jetzt einen schenkmittlich Treffen mit Shep machen und dabei vielleicht blutige Reifen. Dann müssen wir auch nur Gegner niederführen. Ah, das kann ich. Habe ich bewiesen. Er hat die Bewohner von Firestone schrecklich misshandelt. Tu, was du tun musst. Der ist überfahren können. Ja, warte mal, ich bin noch am Schauen, wie Boost geht. Lass uns wechseln. Nein, ich glaub Shift. E ist aufsteigend, du Idiot. Ja. Das hast du mir vorher schon gesagt, dass E aufsteigen ist. Ich kann nicht boosten. Shift, Steuerung, Control, irgend sowas. Ich probier grad alles durch. Ich hab so gerade gehört. Ist das Hupfen? F? Ah, F ist es. Okay, passt. Ah, F. Drück Munition ziemlich voll. Bist du noch was? Na, ich bin fertig. Okay, passt. Ich wollte eigentlich nur, dass du das Geld aufkaufst. Das ist mir das mehr Sorgen können. Warte mal kurz. Da oben sind noch ein paar Gegner, die können wir zusammenführen. Yay. Ja, aber ich fahr schlecht. Was ist denn? Die Rollen sind dicht. Das Auto ist bald hin. Ich weiß. Bei der Reise im Griff. Zum Glück reparieren sich die Teile. Ja, so. Platsch, platsch. Okay, passt. Mit dem Typen, da müssen wir reden. Treffen mit Shep. Hallo mein Freund, ich bin Shep Sanders. Ich beaufsichtige den Betrieb der Sapphire Substation und der Headstone Mine. Jedenfalls war ich dafür verantwortlich, bevor Dahl sich vom Acker gemacht hat und die Banditen eingezogen sind. Drei Missionen. So. Ja. Mutzi, da ist ein geiles Schild für die. Welch? Da im Schild kaufen Angebot. Meinst du sogar stärker? Echt? Ja, na, aber aber nicht viel schwächer, sagen wir so. Respekt.
So. Als nächstes können wir eigentlich fangen den Wind und machen Abflug machen. Da würde ich fast vorschlagen, ihn in den Schützenplatz. Und da fast dann brauchen. Ups. Boah. Ach, okay. Und da hinten um. Einfach in die Richtung. Bis eine Rex auftaucht. Das sind sie. Das schon wieder. Ja, was? Ich kann nicht so hoch zählen. Nehmen die Notizen. Ne. Du würdest echt kein Maschinengewehr haben? Fahr mal näher um. So, ist ein guter noch. Jetzt kommt Moses. Na geil. Also, ja, aber. Jetzt. Jetzt bewegt ihr zu gut. Ja. So. Schön. Da kommt noch wer. Jo. Ich seh nix. Machen wir weiter. Jetzt sind wir schon fertig. Munition? Sniper. Schöne Sniper. Das ist mal meine. Passt. Der nächste starke Sniper kriegt dann eh wieder. Ja. Was ist da? Bouncing Betty, 22. Danke, hab ich schon. So, jetzt dann kannst du eigentlich die nächste Quest markieren. Und zwar werden wir. Blutige Reifen haben wir, verstecktes Tagebuch. Fang den Wind machen. Fang den Wind, also die Turbinen. Das sind wahrscheinlich die da, oder? Nehmen an. Da rechts unten, ja. Das sind ein paar Typen. Kann ich einfach reinfahren oder ist gefährlich? Ich fahr bis dort, ja. Ich fahr bis daher. Dann können wir aussteigen, weil da können wir ein bisschen mal snipern. Es ist auf dem Dach von dem großen. Wow, was ist das für ein Visier, Alter, für den Sniper? In der Mitte ist das große Gebäude, da kann man aufs Dach aufgehen. Ah, das ist so ein senkrechtes Visier. Was ist ein senkrechtes Visier? Siehst du bei meiner Waffe? Ach so, okay, so ein ovales. So ein ovales, senkrechtes, ja. Ja, wir sind du schaust da durch und siehst so alles von oben, so Karten und sichtmäßig. Bei dem Spiel definitiv möglich, gell? Also da wundert mich gar nichts. Ein Sniper wäre mit eingebauten Google Maps Navigator. Das vertut mir immer. Cat? Ja. Wieso schießt der von? Vogel! Good. Deckung! Meistens keine Deckung. Schöner Schuss. Na endlich, du fettes Riesenkind, du. Oben auf dem Dach. Was hast du dafür? Was zur Hölle? Von wo? Das sind schon recht viele Gegner da. Ein Machine Gun! Er lootet in Ruhe. Alle Seiten am Schoß. Nein, ich hab auch getötet. Hab ich sie.
Also ein bisschen getötet. Ich bin nicht mehr so ein Pazifist anscheinend. Hoppala, das wollte ich nicht. Ach, wir können jetzt ja drei Waffen. Ich bin so dumm. Was? Alles wieder so fetter. Ja, das ist bei mir auch gerade. Munition, Munition, Munition. Das ist halt Bayer-Shot, richtig geil. Oh, eine SMG. So wie es ausschaut. Aber richtig schwache. Ja. Oh mein Gott, ist sie schwach. So. Na was, wo bist du? Da oben. Hä? Da. So, ich bin drin. Warte, wer... Was ist das komische Gekreische? Akkord kehrt? Das war so ein Bärsch-Sataner. Ach so. So ein Mini-Psycho. Der klingt, als hätte er gerade Spaß. Warte mal kurz. Komm mal mit. Ja, wohin? Ah, jetzt bin ich gerade runtergefallen. Ja. Da ist er. Mhm. Ich glaube, du bist ja von da oben gekommen. Ah, Waffenkiste. Schöne Geräte. Darf ich die obere Sniper haben? Ja. Warte, was hast du für ein, was hat die obere für ein Zoom? Plus 200% kritische Trefferschaden. Die sind beide eigentlich ganz genau gleich. Wir haben beide 200% kritische Trefferschaden. Ja, vom Schaden her auch. Die einzige, die oben hat mehr Magazin. Ja, das stimmt. Meine jetzige ist etwas stärker, aber die ist halt mit Elementarschaden, gell? Ich nehme mal die mit Feuer. Genau, haben wir beide. Ich meine, ich nehme die blaue. Merkt ihr den Urz? Weil da drinnen. Ah! Ah, die Quest haben wir ja schon. Okay, na passt, passt in die Kölner. Was denn jetzt? Erzähl's mir. Wir müssen so ein Tagebuch von der Patricia Tennis finden. Okay. Und da war eben eins. Also ach so. Vier so Logbucheinträge quasi. Okay. Wir früh schon gehen wir die Mission ab, oder? Gehen wir die Mission ab, ja. Mhm, passt. Und dann beenden wir den Part. Genau, ja. War eigentlich ganz effizient. War effektiv, die Folge. Das. Wo hast du geparkt? Da wo du gesagt hast, da wo es explodiert, hinter dem Teil da. Hättest du gesagt, du sollst da parken? Ach, warte mal, wir sind doch noch nicht fertig. Wir müssen noch die Turbinen aktivieren. Ach genau, da war ja was. Wie macht man das? Ja, okay, wir denken, du hast Schalter sein. Ja, es wird ein Schalter sein. Du musst halt die Quest aktivieren, damit wir sehen. Okay, da ist jetzt wieder ein bisschen dauert, bis ich... Ich kann gerade kein... Hallo? Versteckt? Fang den Wind. Ja. Ja. Zwar habe ich schon aktiviert. Es ist so schön, dass man wenigstens unendlich lang laufen kann. Ach, da ist die Markierung. Jetzt habe ich die Markierung gesucht. Ja, es ist im Endeffekt nur so ein kleiner Schalter. Mhm, okay.
Ich hole aber schon mal das Auto. Kann ich auch irgendwas machen. So, bist du schon da. Nach Hause. Jawohl. Wir müssen davon abgeben. So, musst du abgeben? Ah ja, mag ich. Dann kann ich dabei einkaufen. So, super. Wir nehmen keinen weiteren Schaden. Ja, Unterschulter man kriegt, auch schon heiß. Und Level 11. GZ. Danke. Was gilt mal, was gilt mal, was gilt mal? Immer das. So. Jetzt ist es im Endeffekt so kompliziert. Also jetzt haben wir jetzt Schwierigkeitsgrad technisch wirklich ein bisschen angezogen. Ja, passt, jetzt haben wir eh ein bisschen eingespült. Jetzt brauchen wir Herausforderungen. Aber das sehen wir dann im nächsten Part. Also, genau, bis bald. Ja. Tschüss. Ciao. Your evening will be nice and you can go and send me off.